Also, genau, wir haben uns gedacht, wenn die globale Erwärmung so schlimm wird, dass die Menschheit das nicht mehr richtig aushalten kann, dann ist es auch zu spät, dann kann man das nicht mehr retten. Und dementsprechend wollten wir simulieren, sozusagen, wie diese Welt aussehen könnte, nachdem man, nachdem die Hilfemaßnahmen gescheitert sind. Und dazu haben wir das postapokalyptische Spiel des Todes, auch Past genannt, entwickelt. Und unsere Idee dabei war, dass es so ein Ja-Nein-Entscheidungsspiel wird. Das bedeutet, sehen Sie gleich auch, man kann es schon spielen, dass man jede Runde eine Karte hat, wie zum Beispiel erhöhen Sie die Steuern für Autos, und dann muss man sich dafür entscheiden, das zu tun oder eben nicht. Und diese Entscheidung verändert dann die vier Einflussfaktoren, nämlich die Zufriedenheit der Leute, das Geld des Staates, die Gesundheit der Leute und noch die, wie schlimm die Umwelt noch werden könnte. Ja. Genau. Passt natürlich auch super zum Thema mit Code die Umwelt verbessern, beziehungsweise eben eher Awareness schaffen dafür. Wir hatten auch einen wunderschönen Lightning Talk dazu, wo es eben auch so ein bisschen darum ging, wie lange haben wir denn eigentlich noch bis zu diesem Point of No Return? Also ab wo es nur noch schlimmer werden kann. Und da hieß es so, so 8 Jahre. Also wenn man sich überlegt, dass wir da so planen, bis 2030 vielleicht mal ein bisschen was Richtung Klimaschutz zu machen, ist das ein bisschen, zu minimal angesetzt. Genau. Kommen wir zur Technologie. An sich ist es eben eine Webseite geworden, um es eben möglichst für alle auf allen Geräten verfügbar zu machen. Mobiles Layout funktioniert noch nicht so hundertprozentig. Daran basteln wir noch, aber das wird noch. Natürlich, die ganze Logik dahinter ist in JavaScript geschrieben. Und da das komplette Spiel eigentlich aus einer JSON generiert wird, lässt es sich ganz einfach auch für andere Spiele weiterverwenden. Also wenn das jemanden interessiert, so ein Spiel vielleicht mal selber zu entwickeln, schaut gerne mal in das Repo vorbei. Ja, also ich war für das Design und für den Namen halt zuständig. Ich weiß, es ist ein ziemlich innovativer Name. Das Design ist in Pixelgrafik gehalten. Ich habe mich da jetzt nicht so richtig Ich habe einfach drauf losgemacht und es ist halt relativ gut geworden, würde ich sagen. Ja. Und Yannick darf jetzt auch nochmal das Spiel vorstellen. Ja, also hier in dem Spiel oben sehen wir die vier Einflussfaktoren. Geld, wir brauchen eine Maus. Zufriedenheit des Volks. ich habe nur die Maus bewegt. Dann die Gesundheit und die Umweltfaktoren. Ja, auf der Karte ist sozusagen kurz ein Bild drauf, was es ist, nämlich Steuererhöhung auf Autos. Also man selber spielt sozusagen die Regierung. Und dabei gibt es einmal die Entscheidung, Steuern erheben und Autoimport einstellen und die Steuern zu belassen. Wir haben bisher erst so 7 Karten gemacht, das heißt, sie wiederholen sich ziemlich sicher auch. Aber ja, jetzt wähl du einfach mal aus. Ja, wir nehmen natürlich die klimafreundlichere Version. Genau. So, und nun ändern sich die Farben hinter den Symbolen für die vier Einflussfaktoren. Und je grüner, desto besser werden sie. Zum Beispiel wurde gerade die Zufriedenheit des Volkes wurde schlechter, weil es eher Richtung Rot ging, da die natürlich weiterhin Auto fahren wollen. Genauso dafür ging allerdings zum Beispiel die Umwelt etwas hoch, da nun halt weniger Auto gefahren wird. So, bei dem Kohle- und Ölbetrieb sagen wir jetzt, ich kann das nicht, sorry. Mach du das mal. Sagen wir mal, wir wollen jetzt das Budget erhöhen, damit wir wieder mehr Geld einnehmen. So, jetzt ist dafür die Umwelt wieder gesunken und das Geld angestiegen. Nun ja, so geht es dann 50 Entscheidungen maximal, wenn man nicht vorher bei einer relativ schlecht wird. Er hat zum Beispiel gerade viel Geld jetzt, aber ziemlich schlechte Umwelt und Gesundheit. Deswegen, wenn man dann
entweder 50 Mal überlebt hat, dann sozusagen, dann hat man quasi gewonnen. Also man kann quasi nicht so richtig gewinnen, aber dann ist man halt bis zum Ende gekommen. Und wenn man einen Faktor vorher auf 0 bekommt, also auf ganz schlecht, dann hat man verloren. Und ja, bisher steht dann einfach nur da, was man verloren hat oder gewonnen oder so, beziehungsweise dass es zu Ende ist. Aber ja, und wir wollten auch noch vielleicht ein paar Karten einfügen noch, wenn wir dazukommen. Aber ja, genau. Da, jetzt steht zum Beispiel, you killed the earth, weil er zu wenig, was hat? Kein Geld. Kein Geld, genau, richtig. Ja. Das Spiel ist bewusst verdammt schwer gehalten, also man soll möglichst niemals gewinnen können, oder es soll sehr, sehr schwierig sein, um eben zu verdeutlichen, dass wenn wir so weitermachen und wenn wir einmal, ja, es mehr oder weniger verhauen haben, dass es eben eigentlich keinen Weg zurück gibt. Ja. Genau. Und wer das gerne mal daheim ausprobieren möchte, könnte sich noch schnell diesen QR-Code einscannen. Und damit wären wir dann eigentlich auch am Ende unserer kleinen Vorstellung. Bedanken uns nochmal für die tollen Mentoren, die dieses Wochenende, um genau zu sein, mein letztes Jugendhack, ja, zu einem wunderschönen Wochenende gemacht haben. Ja, ich bedanke mich und würde dann an die nächste Gruppe weitergehen. Applaus